Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken ein wenig Resident Evil 3. Neues Spiel, Standard. Und dann schauen wir uns mal Resident Evil 3, die Vollversion an. Wir haben ja vor kurzem auch mal die Demo reingespielt. Jetzt gucken wir mal, was die Vollversion so zu bieten hat. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Okay, wir sind im Spiel. Ist auch interessant, erstmal mit Schuhen und Hose und so pennen zu gehen. Kann man mal machen. Was stand da auf der Uhr? 8 Uhr morgens? Da kann ich im Augenblick mithalten. Wir haben es jetzt gerade, warte mal. 4.20 Uhr. Na gut, also. Ich fand das Intro ganz interessant, dass sie das auch mit echten Menschen so gemacht haben. Das Fernsehprogramm ist leider nicht so interessant. Alter, ich würde das Fenster gar nicht so weit auflassen. Da kann doch jeder über die Feuertreppe hier einsteigen. Aber gut. Ist das eigentlich normal, dass wir in der Ego-Perspektive sind? Das wundert mich jetzt schon ein bisschen, weil das kennt man eigentlich eher von Resident Evil 7. Vielleicht haben sie es ja so ein bisschen übernommen. Das ist ganz cool hier mit dem Polizeiauto und so. Schade, ich hatte gehofft, die kann man vielleicht was einsammeln. Nö. So, wir müssten theoretisch Jill Valentine sein, ne? Ich meine, wir spielen Resident Evil 3, wir haben sie auch in der Demo gespielt und so. Oder soll das hier ein Traum, eine Traumsequenz sein oder sowas? Machen wir mal weiter. Ja, wenn ich mir den Kopf, also den Schatten hier so ansehe, dann müssen wir einfach Jill Valentine sein. Da sind wir. Erstmal in die Badewanne gucken. Knarrer liegt hier auch. Okay. Jetzt wird's ein bisschen strange. Ugh.
jede Nacht schlimmer. Tja, ich wollte gerade sagen, kein guter Start in den Tag. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal. Okay. So, Resident Evil 3 habe ich ja damals überhaupt nicht gespielt, also da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, was Jill so anscheinend für Probleme hat. So viele Pillen. Beziehungsweise die komplette Stadt anscheinend. Das Einzige, was ich dazu sagen kann oder davon so ein bisschen kenne, ist halt der Film Resident Evil 2. Und der spielt ja auch ein bisschen mit der Figur, beziehungsweise mit der Stadt Raccoon City. So, natürlich gehen wir jetzt wohl als erstes mal ins Bad und gucken mal, ob wir wirklich ein Zombie geworden sind. War die Lampe eben auch schon an? Oder ist es, sieht aus, als wenn gerade heller geworden ist? Wieso lässt sie eigentlich ihr Wasser laufen? Okay. Ich habe mich schon gefragt, wann wir in eine andere Kameraperspektive gehen, aber ich finde die Idee ist ganz nett, wie sie sich da im Spiegel anguckt und sowas. Da haben sie sich ein wenig von Resident Evil 7 inspirieren lassen, denke ich. Ich glaube nämlich nicht, dass das auf der PlayStation 1 Version auch schon so war. So, warte mal. Ich würde als erstes ganz gerne nochmal die Untertitel anmachen. Wo finde ich die unter Audio? Nein, Sprache. Und achso, Untertitel ist an. Okay. Ein Moment. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ich habe da eben nicht so drauf geachtet. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Okay, lass mich meine... Okay, die Tür wird ihn auf jeden Fall aufhalten. Er hätte ja sagen können, dass er vorbeikommen will, dann hätte ich einen Kuchen gemacht oder so. Und wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Kaliber. Ist das eigentlich normal, dass Resident Evil 3 so beginnt? Ich meine, wir kennen den Gegner hier nicht. Ist das Nemesis? Und vor allen Dingen, wenn er es ist, warum ist er so sauer auf uns? Wow. Aber gut, es macht so von der Handhabung und so, also von der Steuerung und so. Ganz cool. Aber auch diese gelben Klebebänder, so, das ist 1A Resident Evil 7. Wow. Optisch sieht's gut aus, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr, was sie mit der Resident Evil Reihe, mit diesen ganzen Remakes und so machen. Resident Evil war ja eine Zeit lang mal, ich sag mal, nicht so gut. Wenn man mal so die Zeit bedenkt, Resident Evil 5 war halt ein geiler Action-Koop-Shooter. Den ich auch zurzeit auf den Kanal bringe. Übrigens, falls man sich nochmal anschauen will, wie das so war. Und Resident Evil 6 werden wir auch noch bringen. Aber Resident Evil 6 war halt auch nachher schon wieder ein bisschen von der Steuerung und so. Aber da gehen wir nachher, also da gehen wir drauf ein in dem Let's Play. Resident Evil 7 hat dann wieder einiges besser gemacht und Resident Evil 2 Remake und 3 scheinen da wieder anzusetzen, beziehungsweise
Scheine halt auch besser zu sein. Aber da waren ja auch die Originalspiele schon. Also bei Resident Evil 1 und 2 war es zumindest so, dass die Originalspiele schon geil waren. Den dritten, wie gesagt, habe ich nicht gespielt. Das erinnert ein bisschen an The Evil Within, den Start. Da läufst du nämlich auch von so einem Kettensägen-Heini kurz weg. Wie sie es hier gemacht haben, so von der Atmosphäre her und so. Aus der Stadt fliehen. Ja, doch nicht. Erst in 3 Tagen jetzt schon. Red. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den 2 letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Das ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Tja. Cinema. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Kino, ne? Oh. Anscheinend nicht. So, laufen wir ihm erstmal hinterher. Oh, ich würde einen Abflug machen. Wow. Aber wie gesagt, sieht echt gut aus. Wir haben da schöne Cutscenes und so eingebaut. Gefällt mir. Gut, er hat sich erledigt. Schönes Ding. Scheiße, denk nicht dran. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Guter Partner, würde ich sagen. Der sieht der Realität ins Auge und schickt Jill weg. Hält ihr noch ein bisschen den Rücken frei. Tja. So. Oh, nein. Schöne Sache. Alter, wie ich nicht... Wow. Alter, ohne Scheiß, ich bin so schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht ja so weiter wie in der Demo. Da war ich auch schon richtig kacke. Das war alles nicht so der Bringer. Hauptsache erstmal die schöne, wertvolle. Ich muss wieder umsteigen, weil ich hier Resident Evil 5 gezockt und schon weiß ich nicht mehr, was Sache ist. Mit Munition sparsam sein. Unbedingt. Kann ich jedem nur empfehlen. Hier hast du nicht viel davon. Ah, und jetzt hätten wir sie wohl gebraucht, ne? Nee, er ist anscheinend. Los, komm, safe. Das ist ein Helikopter, der sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe da nicht raus. Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Munition. Na, das ist doch schon mal gut. Nachladen. Okay. Hunde. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wow. Wow. Die Stadt kann es echt vergessen. Wie wurde der eigentlich gebissen? Ist der Zombie da reingegangen, hat ihn gebissen und ist dann wieder rausgegangen oder was? Hat ihn da eingesperrt? So, ab in den Fahrstuhl. Na toll. Muss ich da trotzdem rein, ja, ne? Komm her. Oh, okay, das lief ja richtig gut. Ey, das mit dem X-Zeug kriege ich jemand noch nicht hin. Das ging in der Demo schon nicht. Ich krieg's einfach nicht gebacken. So, einer. Genau, kick ihn weg. Nimm den nächsten.
Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Ab zum Heli und dann... Oh, na toll. Meine Fresse, sind wir hier in Resident Evil 2 oder wo war das, wo der Heli abgestürzt ist? Ich glaube ja, ne? Da ist er wieder, oder zum ersten Mal, keine Ahnung, ob das... Der sah doch vorher noch ein bisschen anders aus, ne? Gibt's da einen Grund für? Nee, der sieht immer noch so aus. Aber der sieht doch in echt... Hä? Was hat denn der da auf? Für eine Kapuze. Na los. Fahren wir ihn einfach mal über den Haufen. Das haben wir beide überlebt. Jill. Ganz schnell da weg. Wow. Alter, der kann alles ab, oder? Weg hier, weg hier, weg hier. Hey, Arschloch! Langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring dich in Sicherheit. Der hat immer ein größeres Kaliber dabei gehabt. Das ist schon mal ein Anfang. Wenn ich 1 und 1 zusammenzähle, müssten wir jetzt da landen, wo wir in der Demo gestartet sind, oder? Wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Na gut, also ein Stückchen spielen wir noch, aber es sieht sehr danach aus, als wenn wir jetzt da landen, wo es in der Demo losging. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Ich bin doch schon da. Du bist so langsam. Ja, Tatsache, da ist die U-Bahn. Okay, dann werden wir noch bis dahin spielen und dann werden wir einen Cut setzen. Und wer denn wissen will, wie es weitergeht, guckt sich die Demo an. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot.
Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlage zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. So, an dieser Stelle beende ich den Part. Wer wissen will, wie es weitergeht, guckt sich den Demo-Part an oder spielt die Demo oder das Spiel an sich. Ich bin fürs Erste wieder raus, muss aber vorher noch sagen, das Spiel gefällt mir, also ich werde es privat auf jeden Fall durchzocken. Vielleicht auch als Let's Play oder so, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten selber spielen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Spiel dann wieder und bis dahin sag ich einfach mal ciao.